Hallo und herzlich willkommen im Saarland. Ja, okay. Ich gebe zu, das Gebäude hinter mir hat mich wahrscheinlich verraten. Wir sind eigentlich mitten in Berlin und zwar zu den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Hier schön gelegen vor dem Reichstag auf dem Platz der Republik. Hier präsentieren sich alle Bundesländer, auch das Saarland, das ausnahmsweise mal umgeben ist von Hessen, Bayern, Brandenburg, Bremen. Ne? Und wir laufen jetzt mal zum Saarland. Das Saarland präsentiert sich mit viel Stimmung. Derzeit gerade saarländischer Frühschoppen mit Lafine Kiep. Wir haben einen tollen Zauberer, einer der besten Europas. Alle kommen sie natürlich aus dem Saarland, auch heute Abend. Stimmung im Saarland zählt wie immer mit am längsten hier. Und hier geht's rein. Im Saarland sagt man ja, Hauptsache gut Gess. Und richtig gut Gess gibt's hier als einziges Zelt einen Sternekoch. Alexander Kunz ist da und wir dürfen mal in die Küche gucken. Was bietest du den Besuchern hier in Berlin? Also die Hefestation, die haben wir jetzt seit vielen Jahren schon, wo wir Flammkuchen anbieten. Mhm. Mit der vegetarischen Variante, das sieht man ja hier, mit Paprika und Zwiebeln und Pesto. Und eine klassische mit Speck und Zwiebeln. Das mögen die Leute sehr gern, weil sie mit Saarland auf Frankreich verbinden. Klar. Und eine regionale Spezialität kommt immer sehr gut an und die Leute mögen das auch. Und das ist auch ein gutes Verkaufsargument für die Region. Und nebendran haben wir noch eine Grillstation, wir können ja gerne mal rüber. Also jetzt haben wir hier die Grillstation, für andere Grillstation ist hier der Lukas Schampel. Küchenmitarbeiter von mir, Zuschiff, Restaurantküche und er hat saarländische Spezialitäten dabei. Man sieht es ja schon, die Leona, die Bratwurst ganz genau. Und hier haben wir noch den Schwenker, das ist ein besonderer Grill mit dem Holzkohlenfeuer, aber fragen Sie ihn, er ist der Grillmeister hier. Ja, was wäre eine saarländische Präsentation hier in Berlin ohne Leona, ohne Schwenker? Und hier ist nicht nur extrem lecker, es riecht auch gut, sondern auch schön warm. Ne? Ja, das ist ein Vorteil. Ich hoffe nur, dass es Regen nicht gibt, dass das Wetter hält. Das ist die einzige Angst, die ich habe. Aber sonst, das funktioniert ganz gut, auch wenn wir keinen Schwenkgrill dabei haben. Ja. Wir müssen halt da ein bisschen auf die Sicherheitsmaßnahmen achten und deswegen haben wir den Grill dabei. Was sagen die Nicht-Saarländer, die Berliner zum Beispiel, die hierher kommen und zum ersten Mal einen Schwenker und einen Leona probieren vom Grill? Ja, was ist denn das für eine große Wurst, sagen die meisten. Und was ist das für ein Fleisch? Aber die meisten kennen das schon. Verwundert mich schon. Ja, mich nicht. Und die Saarländer fragen, wo ist der Schwenker? Wo ist der Schwenker? Das Rustikale, ich sag jetzt mal, Hauptsache gut Gess mit Schwenker und Leona. Genau. Die Rostwurst haben wir gesehen. Aber es gibt auch noch, ne, du bist als Sternekoch hier, nochmal eine hochwertige Küche. Können wir auch noch schauen, was es da noch gibt. Genau. Also hier haben wir jetzt die Weideschulter vom Rind, das sind die beiden Gerichte, die im Zelt serviert werden, mit einem Schaum von Hofkartoffeln, mit einer schönen Chü und gerösteten Zwiebeln. So, und jetzt wende ich das jetzt schon mal an. So, also hier sehen wir jetzt tatsächlich zwei Produkte, die es so hier. Außer im Saarlandzelt nirgends Trinke mal nicht. Auf keinen Fall. Ja. Auch keine Selbstverständlichkeit, so hochwertig zu kochen außerhalb von einem Restaurant. Das muss man ja auch mal man sagen. Man muss ja die Logistik ein bisschen aufbauen. Klar. Man braucht die Küchentechnik, man braucht die Geräte, die Mitarbeiter. Sven, der zuständig ist für diese Produkte hier, der Patrick vorne mit den Flammkuchen oder der Lukas vorne in der Grillstation. Das ist schon ein bisschen Aufwand. Plus das Service natürlich und Kaffee und Kuchen. Also der Saarland braucht sich tatsächlich hier in Berlin nicht verstecken. Und wenn nächstes Jahr viele Touristen in Saarland kommen, um gut zu essen, wissen wir, woran es liegt. Die haben vielleicht hier schon mal probiert. Ne? Genau. Danke, Alexander. Vielen Dank.